Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Starbound. Ja! Ja, wir bauen jetzt hier erstmal am Haus weiter. Aber ich würde sagen, wir brauchen nämlich dringend Copper-Ohr. Naja, was heißt dringend, um uns dieses... Ja, ja, und ich habe hier oben auch nochmal ein bisschen Iron-Ohr. Moment, und da gucke ich gleich mal, was man für einen Ofen braucht. Iron-Ohr. Habe ich auf jeden Fall. Ich habe sogar schon 5 Iron-Bar. Ja, ja, ich habe 6, glaube ich. Ich guck mal eben nach. Wooden Crafting Table haben wir. Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Wooden Cooking Table, dafür brauchen wir noch 2 Copper Bars. Iron Anvil. Wie viele Iron Bars hast du? 5. Gib mal, dann mache ich uns ein Dingens. Ein Anvil. Amboss, genau. Jetzt kütte am Boss. Wo ist er da? Zack. Und wir haben jetzt einen schicken Amboss. Wo ist er? Ah, oben. Nein, der ist diesmal auf der 9. Zack. Mal sehen, was wir uns hier Schönes machen können. Hatchlings, Alter. Geil. Geil ist das denn da? Dafür brauchen wir ein paar Copper Bars. Und ich, warte, ich muss mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. So, also wir brauchen jetzt auf jeden Fall diese... davon will ich mir jetzt machen. Also, wir brauchen Copper. Ist jetzt erstmal sehr wichtig. Tiny Tomahawk? Das sieht mal nice aus. Nice. Brick on the stick. Okay, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt hier runter in die Tiefen und gucken nach, was wir so alles für Material finden. Jo. Denn das brauchen wir mal sicher. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter hier. Jo. Okay, ich sehe gar nichts. Hier mache ich meine Fackel hin. Würde ich sagen, bauen wir mal strange nach unten. So. Boah, da höre ich schon wieder so ein Vieh. Ja, was gibt's eigentlich sonst noch so zu erzählen? Übrigens, wenn du da jetzt mal auf deiner Lebensanzeige... Also auf meiner, bei mir, ist hier schön viel Eisen. Also bei mir, ne? Da siehst du ja links unten so einen Kompass und der zeigt dir an, wo ich bin im Übrigen. Jo. Das heißt, falls wir mal nicht wissen wollten, wo wir sind, sagt uns der Kompass vor. Wie ich hier schön am Eisen abgerasen bin. Davon könnte ich mir da eine Eisenspitzhacke machen. Junge, da drüben stöhnt so abartig, so ein perverser Kleiner. Ja, ich lieb dich auch. Ja, und hier haben wir auch noch ein bisschen Kohle. Wunderbar. Das Schöne wäre dessen unser Haus. Was? Das Schönere wäre dessen schon unser Haus. Oh, da unten seid ihr. Oben hätten wir auch noch irgendwas. Ich leg da mal eine Fackel rein. Ja. Alter. Dann sage ich mal guten Tag, ne? Na komm, mach hin. So, ich kütte jetzt. Na komm, spring hoch. Spring hoch. Spring. Boah.
Ja, genau, dann wenn man... Junge, wie geht der denn ab? Wow! Wurden die geil runtergewetzt. Ja, 5 war das. Junge, ist da viel Kohle! So, den hätten wir schon mal aus dem Weg geräumt. Junge, das ist mega viel Kohle. Ja? Ja! Die ganze Seite ist voll davon. Sauber. Schick, schick, Junge. Ach ja, und mit dieser idyllischen Musik im Hintergrund. Richtig schön, Kohle abzubauen. Ach so, ja. Gut, ach, das lasse ich jetzt erstmal stehen. Nein, da oben habe ich das Kabel. Uff. Junge, sehe ich da oben noch das Kabel, wird getötet. Ach, wo gibt's denn sowas? Wie unhöflich die Welt heutzutage geworden ist. Wie lange dauert der Fahrt noch? Praktisch, wenn er jetzt jemanden hat. 8 Minuten. Dauert er noch? Ja. Hey, ja, Junge. Wenn das alleine macht, fort. Was? Wenn das alleine weitermachen wirst. Nein, nein. Doch, meine Mutter ruft mich. Hast du auf Uhr geguckt, Alter? Ja, bitte nach 12. Nachts bin ich auch schon. Ja, damit ihr es auch wisst, wir sind hier live um 11:45. Nehmen wir gerade auf, nur für euch, ja. Daran müsst ihr denken. Ja, okay, du könntest dann ja schon mal abhauen. Ich schnapp mir dann nur schon mal das Koffer und ich würde... Ich bin in der zweiten Etage noch nicht, ich bin weg, ne? Jo, dann verabschieden wir uns schon mal von dem Dave. Jo, bis zum nächsten Mal. Lass dann so lange den Server an, damit ich mir die Sachen holen kann. So, Copper Ore 3, scheiße. Ah doch, hier ist noch einer. Ich bin weg, ne? Jo, ich mache mir jetzt ein Cooking Table. Dann so. Wiedersehen, lieber Dave. Ja, und wie man gerade dem Geräusch auch schon noch schön entnehmen konnte, wir machen das alles via Skype, nicht via TeamSpeak. Vor allem aus dem Grund, dass TeamSpeak irgendwie komisch ist. Jedenfalls bei uns. Keine Ahnung, wie wir da einen Server erstellen können, wie wir miteinander reden können. Ja, und jetzt bitte schreibt doch nicht in die Kommentare. Ja, ist doch ganz einfach. Ja, das ist doch super easy. War nicht ganz so easy. Und, ja. So, und ich mache das jetzt hier nur so. Also ich könnte auch einfach hier mit der Erde einfach hochspringen. Ich mache das jetzt hier so, ach, damit ich dann nicht immer die Erde aus dem Weg räumen muss. So, und wir kommen zu diesen 8 Minuten Single-Let's Play im Übrigen. Komm, ich... Ach, das ist doch... Und der letzte... Yo! Oh, ja klar, da fehlt das letzte Stück. Das ist so klar, dass genau das letzte Stück immer fehlt. Oh, mir fehlt... Ich brauche dringend den Double Jump. Ja, dann fahre ich nochmal ganz nach unten. Komm, 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 komm. Oh, ich muss da nur welche wegkriegen. Ja, oben. Nein! Und so schnell kann es auch bergab gehen. Mal richtig Parcours hier. Assassin's Squid ist nichts dagegen. Nein! Ach, genau das meine ich. So, und jetzt Konzentration noch zur Seite. Und jetzt ja nicht dieses Speed davon befreien. Ach, Junge. Oh, dann schlage ich mir noch meinen Schädel an der Erdwand oben ein. So. Ah, hat der Dave hier mal ganz schöne Arbeit geleistet. Ja, mit der Treppe hat er das auch ganz schön hinbekommen. Kann man so dahin gehen oder dann halt hier zur Seite. Und da machen wir dann auch in der nächsten Folge dann Betten hin, wenn der liebe Dave auch wieder dabei ist. Ah ne, ich hab... Warum habe ich den Ofen mitgenommen? Okay.
Okay. So, dann schmelze ich jetzt nochmal das Eisen ein. Dann kann ich mir nämlich ein paar Eisensachen machen. Ohne dass der Dave es merkt. Nee, der kriegt nämlich nichts davon ab. So. Also bei dem Anvil. Ja, dafür braucht man überall Iron-Sachen. Iron Hunting Bow. Ich glaube, den mache ich mir dann erstmal. Oh, Eisen ist schon fertig. Scheiße. Und der liebe Dave hat uns gerade geschrieben, dass wir noch eine Minute haben. Dann ist der Server down. Und wir sind auch mit 4 Minuten hinten. Was brauche ich dafür noch? Oh, 15 Augenbars. Ah ne, ich habe hier noch etwas Kupfer. Schnell, schnell, schnell. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Komm, komm. 1, 2. Das kriegen wir hin. Ah ne, das war für was anderes. Das war hierfür. Komm, los, los, los. Muss man schnell sein, schnell sein. Wo ist denn der... Oh, da fehlen mir die Woodplanks. Ich fasse es nicht. Woodplanks. Go, go, go. Schnell, 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 schnell. Wood Cooling Table. Ja! Nice. Den setze ich mal dahin. Da haben wir hier so alles auf einer Reihe. Hm, Brot. Karottenbrot gibt es sogar auch noch da. Wake Seed. Da müssen wir Chili reinschmeißen. Mh, da kriegt man gleich Hunger. Boiled Pearl Piece. Ja, und ich hoffe nicht, dass der Dave gleich mal den Server zum... Ah, ich könnte mich ja auch weiter mal ein bisschen umgucken. Und ich würde sagen, in den letzten Sekunden spiele ich hier was vor. Ich würde ja gerne The Final Countdown vorspielen, aber da habe ich leider die Noten nicht. Deswegen nehmen wir mal Joy to the World, den Walk. Server ist unten, also entschuldige ich mich, dass der Part so kurz dauert. Würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Starborn. Mit dabei ist dann auch der liebe Dave. Ja, das war's eigentlich auch von mir. Dann bis zum nächsten Mal von Let's Play Starborn. Man sieht sich.